So, hallo und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Und zwar geht es heute mal wieder um die DayZ Standalone. Survived This, hab mal wieder einen Bericht gemacht und ich bin darauf aufmerksam geworden wegen dem Stichwort Stalker. Und zwar gibt es jetzt auf DayZ Standalone, der YouTuber 3RNO hat den ersten westlichen Server zu dem Stalker-Mod gemacht. Es gab ja, ich habe ja auch schon mal ein Video zu dem Arma 3 Stalker Mod damals gemacht. Das ist aber relativ schnell wieder auf Eis gelandet, da einfach die Community komplett russisch war und auch das Spiel komplett auf russisch war. Also es war nicht irgendwie da groß was zu finden oder man wird halt ins kalte Wasser geworfen, es funktioniert nicht und wie auch immer. Jetzt gibt es hier einen fetten, gescheiten Server, wo ich auf jeden Fall ein Video machen wollte für alle Stalker-Fans da draußen. Und mit DayZ Standalone als Basis bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber ich bin mega gespannt, wie es eben nachher aussehen wird. Wenn ihr Infos dazu wollt, kann ich euch auf jeden Fall den Link zu dem Bericht in die Videobeschreibung packen. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn ihr darauf spielen wollt, braucht ihr auf jeden Fall den DayZ Standalone Launcher. Ihr braucht natürlich DayZ Standalone auf Steam zum Beispiel. Müsst ihr euch runterladen, installieren, dann holt euch den DayZ Standalone Launcher. Dann müsst ihr quasi auf den Discord-Server vom 3RNO. Link und alles findet ihr in der Videobeschreibung. Da geht ihr dann drauf, geht ihr oben auf Announcements und müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Da findet ihr den das Server-Passwort. Und ja, ich will jetzt gar nicht weiter auf das Spiel eingehen. Es wird auf jeden Fall noch Videos zu dem Spiel dann auch kommen, wenn wir das zusammen zocken. Und ja, wenn ihr Fragen dazu noch habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie was nicht wisst, weiterkommt oder sonst irgendwas. Im DayZ Standalone Launcher könnt ihr dann einfach Stalker Set suchen. Hier ist dann der Server. Organic RP bei 3RNO. Er ist gerade voll. Bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir nachher drauf kommen. Und ich bin generell gespannt, wie das auf dem Server wird. Bin etwas gehypt. Stalker Online lässt ja leider ein bisschen auf sich warten. Wir hatten jetzt die Hoffnung gehabt, eben auf Steam, wenn es rauskommt, dass es auch ein bisschen besser wird oder ein paar Bugfixes noch kommen, aber irgendwie gab es da ein bisschen Probleme und es kommt eben nicht. Wenn ihr das bereits aber schon spielen wollt ohne Steam, könnt ihr auch auf jeden Fall mal ein anderes Video angucken. Da erkläre ich euch, wie ihr das auch ohne Steam jetzt schon bereits spielen könnt. Kostenlos natürlich. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr euch erhofft. DayZ Standalone Stalker oder ob ihr sagt, weiß nicht, keine Ahnung, ich warte lieber auf Stalker 2 oder sonst was. Und gebt dem Video natürlich einen Daumen hoch. Und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.